So, wir streamen und wir spielen Wolfenstein Youngblood weiter. Und ich guck mal, wie viel ich heute schaffe. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich fertig bin. Also beziehungsweise, dass man das Ende sieht. Und ja, ich habe auch alle möglichen Tests inzwischen gelesen. Und ja, es stimmt schon, dass es natürlich jetzt nicht mehr so storybasierend ist, wie das Wolfenstein davor mit ganz vielen Cutscenes. Und leider nur Cutscenes am Anfang und Ende wahrscheinlich kommen werden. Aber es ist ja, nicht wie Wolfenstein davor ein Vollpreistitel, sondern ein bisschen günstiger. Halt eine Koop-Erfahrung. Sie haben halt alles in eine gewisse Koop-Mechanik reingedrückt. Und das ist jetzt gar nicht so ein Rohrkrepierer, wie man das vielleicht glauben sollte. So, erreiche den verlassenen Außenposten. Waren wir da? Ach, das ist übrigens das größte Problem, finde ich. Ständig hast du dieses Gefühl, waren wir da nicht schon mal? Aber bevor wir da hingehen, wo waren nochmal die Tuse? Da. Abigail. Dann nehmen wir noch die Daily-Sachen an. Weil ich erinnere mich einfach an viele Sachen. Also ich habe auch über viel nachgedacht. Ich war ja das Wochenende nicht da. Vor allem in die Form dieses Reinpressen in dieses Leben-Konstrukt. Also ich verstehe halt einfach, dass es funktioniert, also dass ich verstehe, warum man das macht, also warum man diese Leben macht und warum es keinen Quicksave gibt. Das ist natürlich irritierend, wenn du Wolfenstein vorgespielt hast. Wenn du das aber so siehst, wie zum Beispiel früher Left 4 Dead als Koop-Shooter, macht das natürlich alles Sinn. Es wäre ja auch irgendwie banal, wenn du bei Left 4 Dead 1 oder 2 in die Lage gewesen wärst, okay, wir machen jetzt einen Save irgendwo hier in der Mitte und dann gehen wir wieder und fangen irgendwann in der Woche nochmal an der Stelle an. Das war halt ja auch, sag ich mal, eher in Sessions eingeteilt. Und ich habe auch ganz viele Steam-Reviews gesehen, dass Leute, also manchmal glaube ich einfach nicht an die Gamerschaft da draußen. Es tut mir leid. Also nicht jeder ist so, aber wenn das Spiel dir erklärt, du musst auf das darauf achten, welche Armor die Gegner haben, um die zu besiegen. Und dann siehst du bei Steam-Kommentar, Gegner sammeln Munition ein wie Schwämme. Da weißt du schon sofort, okay, der Typ hat nicht verstanden, dass unten rechts so, bei jeder Waffe genau dran steht, zu welchem Armor-Typ die passt. Und das macht halt einen riesen Unterschied wirklich. Dass du die richtige Waffe für den richtigen Gegner verwendest. Und es gibt nur zwei Armor-Typen. Also du kannst schon durch Glück die richtige Waffe gerade haben. Machen wir auf leise. Aber ich rege mich unnötig auf. Was man positiv sehen muss, ist einfach, dass die KI ja ganz gut funktioniert, wenn man halt alleine spielen will und nicht mit jemand anderen. Hi, mein Imperator, bist du auf die Netflix-Serie von The Witcher 3 gespannt? Das muss ich erstmal korrigieren, Chris. Es ist nicht die Netflix-Serie von Witcher 3, es ist eine Serie basierend auf den Büchern von Witcher. Genauso wie das Spiel halt basierend war auf Witcher. Deshalb. Hey, du! Moment. Und deshalb kann ich das nicht ganz unterschreiben, aber ja, ich bin mal ganz gespannt. Jawohl, Commander. Schicken Verstärkung. Oh. Ach, Moment. Da kann keiner hin. Wie man sieht, sieht man nichts. Verstanden ist klar. Haben Sie Kontakt? Meine Güte. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen mal konzentrieren eben, weil
zwei Tage nicht gespielt und schon hat man das Gefühl, oh mein Gott, du spielst ein Spiel, was du nicht kennst. Ja, so viel Zeit muss sein. Man muss mal gucken, also ich fand bis jetzt Teaser-Trailer und so bedingt. Ja, okay. Worauf ich mich mehr freue, ist die neue, also beziehungsweise die als Serie umgesetzte Geschichte von Netflix, Der dunkle Kristall. Da habe ich heute nochmal den Comic-Con-Teaser zu gesehen. Und da freue ich mich eigentlich mehr drauf, als auf eine Witcher-Serie. Weil bei der Witcher-Serie können sie alles falsch machen. Bei Der dunkle Kristall können sie eigentlich vieles nur richtig machen. Wie soll ich denn in die Etage hochkommen? Am besten gefällt mir, dass anscheinend alle Nazis Nachtsicht haben. Na komm. Ach ja. Sterb, weil ihr die falsche Meinung habt. Negativ, Kommandant. Es stehen keine Soldaten mehr zur Verfügung. Ah nee, weil ihr Verbrecher der Menschlichkeit gemacht habt. Das war das Problem. Ach, da ist der Sender. Henders Sender ist unser teuerster Kenne. Prima, Arthur! Ich muss auch eigentlich sagen, dass die Schwestern wirklich die unsympathischsten Charaktere sind, die ich seit langem hatte in dem Spiel. Panzer und Montage, das war das Weiterführende, wo wir den Panzer und getötet haben. Übrigens, auf dem Video kam auch die Frage, wo man die Laserwaffe findet. Ich denke mal, die wirst du bei den Brüdern finden. Schaut aus wie das alte Star Wars. Nein, es schaut aus wie der Film damals. Also wer den dunklen Kristall nicht kennt, das ist aus den, ich glaube, 80er Jahren muss es gewesen sein. Ein Fantasy-Film. Der eigentlich Puppenspiel ist. Also alles ist handgemalt und wird halt mit Puppen gemacht. Und es war aber, sag ich mal, von der Technik damals wirklich so gut, dass du das gar nicht so als Puppen wahrgenommen hast. Und das war halt wirklich cool. Und das Schöne ist, dass die Serie wirklich so produzieren, wie der Film damals produziert wurde. Natürlich jetzt mit ein bisschen CGI mit rein, ne? Man kann halt inzwischen ganz schöne Landschaften auch mit Computern darstellen, aber die Puppen, also die Puppensache wird immer noch weitergeführt. Und das ist halt eine coole Sache, finde ich. Parfait. Das ist genau der richtige Sender. Merci beaucoup. Ach, wie ich das erledigt habe.
dann werden die abgekreuzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen zwischendurch. Details. Finde das Band im Verhörzimmer. Déjà-vu. Aber ich habe heute auch geguckt, boah, ich weiß gar nicht, warum ich es angeguckt habe, weil der Titel eigentlich versprochen hat, das wird ein ganz toller Film. Girls with Balls. Und da habe ich so gedacht, what the fuck? Was ist das für ein Haufen Scheiße? Es ist noch nicht mal so schlecht, dass er wieder lustig wird. Müsste im Regime-Verhörzentrum sein. Dann suchen wir's. Es sind einfach Volleyballer, die abgeschlachtet werden. Und das nicht mal lustig. Man kann sich eigentlich den Film, glaube ich, heute immer noch ganz gut angucken von Der dunkle Kristall. Weil er das halt von der Machart. Du musst dir sowas vorstellen. So ein bisschen faszinierend, wie ich die Filme immer fand von A Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas, weil die Machart halt speziell ist. Das ist eigentlich Puppenspieltheater wie, wie heißt denn das Deutsche? Augsburger Puppenkiste. Aber halt in wirklich ins Maximum rausgeholt. Also für mich war es ein schöner Film in meiner Kindheit. Auch wenn er mir ein bisschen Angst gemacht hat. Großer Gott, noch mehr Tote. Boah, es war so klar, ey. Scheiße, Jesse, mit der Hammer. Ja, weil ich alle einfach abbrutzel. Ich sehe dich auch, mein Freund. Ich sollte schon wieder M drücken für eine Karte, die nicht existiert. So, deine geworfene Beile und Messer sind extrem wirkungsvoll und töten die meisten organischen Ziele mit nur einem Treffer. Und gekauft. Angriffe können dich nicht mehr umwerfen. Rüstung erhöhen. Wenn du stillstehst, verbraucht deine Tarnung keine Energie und regeneriert sich schneller. Ich habe noch keine einzige der geheimen Fähigkeiten gefunden, was ich halt auch ein bisschen komisch finde. Ich dachte, die kommen mit der Zeit so automatisch mal. Also wenigstens aus den Missionen heraus. Sollen wir leise vorgehen, Schwester? Warte, ich komme jetzt zu dir. Wo bist du, mein Freund? Oh.
Verstanden, bin ich sicher. Weiter so. Zeig dem Regime, wer der Boss ist. Scheiße. Wie viele Foltergeständnisse gibt es hier? Zwei. Ich wechsle meine Position. Nee. Greife sie von der Seite an. Oh, das ist ja ein sehr tolles System. Jess, mach das alles. Ach, als wenn Netflix bankrott geht. Die haben erst richtig viel Kohle gemacht. Netflix kann nicht bankrott gehen so schnell, weil da ein Haufen Investoren hinter sind, wo die auch erstmal wieder 2 Milliarden reingesteckt haben. Oder was auch immer. Obwohl die 1 Milliarde Umsatz gemacht haben. Mit dem Streaming-Dienst. Also auf jeden Fall waren die Zahlen des letzten Jahres sehr positiv. Das nicht. Obwohl der Abonnentenwachstum stagniert. Das wird das Problem sein in Zukunft. Weil der Markt gesättigt ist. Und da es noch mehr Services kommt und in Zukunft du entscheiden musst dementsprechend, was du guckst, auf welchem Service du angemeldet bist. Ist nicht hier. Ist nicht hier. Tja, warum sollte man denn eine Mission machen, wo man 8000 Magnetbänder aufmacht? Nicht. Nee. Ach, wenn die KI wenigstens mitmachen würde. Aber das kann ich verschmerzen. Das nicht. Nee. Ist nicht hier. Danke, Schwester. Oder die Beschreibung liest. Die Beschreibung? Meinst du die Beschreibung? Find das Band unter B Gamma. Oh, Entschuldigung. Stimmt. Delta, Alpha. Aber hier ist B Gamma. Und B-Gamma ist nichts drin gewesen. Nähere mich von der Seite! Ah, nächste Etage. Wechsel die Position! Nee. Wir haben alles unter Kontrolle. Dann hier. Nicht. Unglaublich. Da muss es schon in der ersten Etage gewesen sein. Bürger von Neu-Paris. Keine Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle. Nee. Hä? Ach, hier ist noch ein B-Gamma. Nee. Das ist aber eine dämliche Anordnung. Weil du hast ja auf zwei Seiten B-Gamma. Okay, wenn du den Schrank als Gesamten siehst, dann vielleicht nicht. Ah, dann ist er bestimmt doch in der ersten Etage. Nicht. Ich bin halt kein Archivar. Juhu! Das einzige Band, was rot ist. Das Band als erste
gefunden. Oh ja. Schimpfe dich so. Wo sollen denn hier noch Gegner sein? Ich habe doch alles erschossen, was hier rumlungerte. Ach, da ist irgendwo einer. Und immer noch keine Schnellreise. Finde ich immer hart, dass du für 5 Münzen hier Elektromunition verschwendest. Was? Habt ihr Neuigkeiten für mich? Danke, dass ihr die Lotharbänder geholt habt. Die Lotharbänder, wo der eine Frau schwängert. Ich erinnere mich. Merci beaucoup. Da ist seine Karriere als Fußballkommentator gesichert vom Lodder. Ça va bien? Hey. Ein Bruder fehlt noch. Bald haben wir es geschafft. Der gute Junge, du. Aber ich scheine doch relativ schnell voranzukommen. Obwohl es kommt bestimmt, wenn ich den nächsten Bruder habe, 8000 andere Missionen wieder. Ach, uns ist eingefallen, du könntest nochmal in das Verhörzentrum gehen. Ich hab da mein Lieblingsportemonnaie liegen lassen, als ich verhört wurde. Halt! Stehen geblieben! Ist das ein Spieltrick? Muss nachladen, keine Munition! Hier muss keiner sterben. Wir müssen nur zum Untergrund. Ah, ich erinnere mich wieder. Was der Weg hier war. Ach, jetzt beschießt mich doch nicht alle. Ich mache da auch noch meinen Job. Wieso ich alleine spiele? Weil ich keine Freunde habe. Ach, Jess, komm doch rein. Vielleicht wird das Spiel auch nicht so gut angenommen von den Leuten, weil sie zu selten Digger sagen. Digger. Danke, Jess. Ich muss heute einen FAZ-Artikel von Montana Black... Oder? Heißt der Montana Black? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Da denke ich immer daran, ich erzähle irgendwas über einen Hof. Doch, der Korbmodus funktioniert. Der Buddy-Modus inzwischen. Also auf Steam kannst du jetzt auch eine Buddy-Version runterladen und kannst dann dein Account verknüpfen. Ändere Position. Und dann kannst du halt mit jemandem zusammenspielen, mit dem Buddy-Pass. Ich glaube, ich bin an der falschen Stelle.
Nimm das, du Schwein. Weil hier gibt's zwar auch einen Untergrund, wo man hin kann, aber ist der falsche. Ach, das ist eine Laserwaffe. Damit hätte ich auch Kram durchschnibbeln können. Aber wo bin ich falsch gelaufen? Montana Black lachen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Monte Toast oder was auch immer. Nee, Monte Toast war, glaube ich, ein Abonnent mal hier. Auf dem Weg! Du stehst mir im Weg! Du bist der Hammer, Jess! So genial! Gib jetzt auf! Du hast noch keine Chance! Ich wechsle die Position! Oh, ich sterbe gleich, wenn ich nicht aufpasse. Ach, Jess, muss das jetzt sein? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Verschwende keine Leben von mir. Scheiße! Bin getroffen! Könntest du mir bitte helfen? Ich bin getroffen. Ändere Position! Es gibt zu viele Gegner hier. So, hier war ich ja lang gelaufen, das war ja nicht richtig. Ah. Na? Nein, du sollst niemanden nehmen, du sollst mitkommen einfach. Passt auf. Ein führender Wissenschaftler des Regimes ist in eurer Nähe. Schaltet ihn aus, wenn ihr ihn seht. Ja, wo muss ich jetzt zurückgehen? Was ein Unsinn. Du merkst dir den Namen nie. Ja, wozu auch? Ah, hier. Juhu. Irgendwas mit M. Aber auf jeden Fall, der Artikel kann nur stumm und erlogen sein. Da stand nämlich drin, er hätte gesagt, ich habe es geschafft. Sagt er von sich selbst, war da drin. Da habe ich gedacht, hallo, so einen zusammenhängenden Satz, das schafft er doch nicht. Das muss der Bunker sein, den Sie mit dir meinten. Ja. Suchen wir die Montagesteuerung und legen hier alles lahm, Jess. Ja, gut, dass ich sehr gut bin im Reparieren.
Ich habe auch wieder dieses Déjà-vu-Gefühl. War ich hier schon mal? Nimm das, Techniker. Du arbeitest für die falsche Seite. Er ist nicht lustig, man kann ihn mit 13 oder 15 schauen, aber wenn man was im Kopf hat, ist er einfach Ersatz für RTL. Dachte der Chat. Die Sache ist, glaube ich, dabei wirklich... Das ist halt jemand, wo die Leute... Also ich weiß nicht, wenn man vielleicht wirklich jung ist, dann schaut man sich das an und findet das irgendwie interessant. Es ging in dem Artikel darüber auch auf, auch über... Mein Gott, es ging in diesem Artikel auch darüber... Über verzweifelte Eltern, die halt, ja, versuchen mit ihren Kids klarzukommen und die dann mit irgendwelchen Montana Black Death oder wie auch immer er heißt, konfrontiert werden. Ich finde, ihr macht das bisher ganz passabel. So viel Lob von der guten App, oder? Ach ja, ist das schön. Drachenlord merke ich mir, weil Drachenlord ist eine arme Sau. Drachenlord braucht Hilfe. Bitte helft Drachenlord. Mädels, ihr seid fantastisch. Das wollte ich euch nur sagen. Drachenlord braucht mal einen richtig guten Freund, der den einfach aus der Scheiße rauszieht. Tausend Nazis töten und dann an der Erkältung sterben. Egal, der Anzug kämpft weiter. Ich habe gerade für eine Sekunde schon nachgedacht, guck mal, es ist eine Montagefabrik für Panzerhunde und es gibt gar keine Panzerhunde hier. Aber Gott sei Dank, da ist ja einer. Ja, Brutus, du bist mein liebster Hund. Ah, vielleicht war das Brutus. Gibt übrigens gar keinen Grund, dass Alarm ausgelöst wird. Jetzt lass mich doch mal eben hier alles angucken. Das ist übrigens ein Plan für einen von diesen Anzügen, die wir tragen. Ist in der falschen Fabrik. Ja, und wofür wäre der Code? Also muss es irgendwo noch ein Tastenfeld geben. Plupp. Kommt der hier hochgelaufen? Was für ein Abfuck. Du kämpfst gut. Ah ne, die Steuerkonsole ist ein tiefer.
Dann ist die Nebenmission auch abgeschlossen. So. Okay, die Panzerhundfabrik ist Geschichte. Gute Arbeit, Schwester. Trotzdem würde ich mal interessieren, wo ich den Code für da, also den, das Zahlending oben nutzen kann. Orpheus Passiva, ihr seid sehr, sehr gut. Warum wäre ich heute der so gelobt? Der Widerstand kann sich glücklich schätzen, euch zu haben. Da! Ich glaube, von hier waren wir reingekommen, oder? Wo ist er? Das Scheißding braucht. Muss ein Gegenstück haben. Danke, Jolle Power, für Twitch Prime Abo. Vielen Dank. Ach, ich weiß wieder, irgendjemand hat das im Video später angesehen. Du läufst 20 Mal dran vorbei an dem Tastenfeld. Ah, da. Ausgang. Toll. Es war nicht mal irgendein Bonuskram, sondern es war einfach der Ausgang, den man damit öffnen kann. Da brauchen wir die Laserknarre, die wir nicht haben. Ach, guck mal, ich kann doch eh Schnellreise eben machen. Und dann können wir Bruder 1 zerstören. Hoffe ich, bald. Ich glaube, es sollte jetzt noch ein, zwei Nebenmissionen geben. Kommt her. Schon von Bruder 3 gehört? Wir haben 4 Kämpfer in das Forschungs- und Entwicklungszentrum geschickt, um wichtige Informationen zu stehlen. Doch der Kontakt ist abgebrochen. Bitte, helft ihnen und bringt uns Informationen. Danke, Dark Green Duck, für Sub. Finde ich nicht vermissten Widerstandskämpfer. Wenn ihr fertig seid. Aber Bruder 3 hatten wir ja schon. Aber war die Tür nicht irgendwie lasergesichert, wo wir durch mussten? Bei Klein Berlin über Lenz seine Wohnung da? Boah, ich erinnere mich schon nicht mehr. Ich will aber Bruder 1 jetzt töten, weil das andere sind schon Missionen, dass ich wieder in die Brüdertürme, mein Gott. In die Brüdertürme, was auch immer. Rein muss und, das will ich eigentlich gerade nicht. Nur um dann irgendwelche Sidequests abzuschließen. Keine Bewegung! Oh. Klar? Anfrage bestätigt, Kommandant. Druck ist gleich bei dir. Du, danke, Schwester. Keine Munition!
Ja, falsche Waffe. Alter! Hau mal gut was weg, Jess. Wie kann es hier einen Totenschädel-Gegner geben? Ich habe ihn gerade gesehen. Damit. Ah, nee. Verstanden, ist klar. Ah, mir fällt gerade ein, wie ich das doch schaffen kann mit den. Mit den dämlichen Dingen. Ich muss ja nur in einer der Kisten eine Laserwaffe finden, dann kann ich mich ja da auch durchschweißen. Also denke ich mal. Ich habe den geheimen Eingang gefunden. Wir sind so etwas wie Ninjas. Ich glaube, ich bin letztes Mal falsch gegangen. Oh, das hört sich aber nicht gut an, Jess. Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Holt sie euch, bevor das Regime sie zerstört, okay? So, Blitzgewehr war noch nicht geupgradet. Das Kugelgewehr auch nicht. Möchte nochmal wechseln, was anderes nehmen. Einfach das Messer aus Old Blood. Übrigens wundervoll, dass das Wetter wieder ein bisschen kühler ist. Der Mops ist wirklich bei den 40 Grad gestorben halb. Verdammt, hier sind irgendwo Nazis. Ich spür's. Ich habe dieses Gefühl. Ich habe Hunger. Oder es sind Nazis in der Nähe. Regnet es bei dir auch? Jeder regnet. Also überall regnet es. Also es hat heute geregnet. Und gestern eigentlich auch nochmal. Das sieht doch gut aus, als wenn wir hier nach Bruder 1 kommen. Und ich bin froh, dass es geregnet hat, weil dann musste ich nicht bei meinen Eltern Blumen gießen gehen. Lohnt sich eh nicht, wenn es kalt, also wenn kalt ist. Warum soll ich dann Blumen gießen gehen? Das ist Bruder 1, das Hauptquartier der Regimepolizei. Nachdem euer Vater Ende der 60er ihren Kanzler getötet hatte,
erweckte General Lothar Brandt die Regimepolizei mit einem Coup zu neuem Leben. Ein gewagter Schachzug gegen die Machthaber in Berlin, der voll und ganz aufging. Jetzt ist Paris in der Hand der Regimepolizei. Hoffentlich nicht mehr lange. Da wären wir. Bruder 1. Mach dich bereit, Schwester. Mädels, der Haupteingang von Bruder 1 ist verschlossen und kann nur von innen geöffnet werden. Aber laut dieser Karte müsste da irgendwo ein Gefängnis sein. Shot explain in English. The game is not as good as the last Wolfenstein. But it's okay, it's a co-op experience. If you have a friend to play a part of a Wolfenstein story, it's okay. Because they tried something new. It's not dumb as hell, but it's at all okay. Wenn wir das jetzt angehen, sind wir so gut wie. Was hast du vor? Sollen wir heimlich vorgehen? Nein, der Stream ist nicht auf Englisch. Oh, mein Englisch ist nur okay. Ich mache zu viele Fehler, immer wieder dieselben. Ich will es ja immer wieder verbessern. Indem ich mal noch mal ein bisschen kursusmäßig arbeite. Aber es geht am meisten um die Aussprache. Aber ich kann mich mit Leuten auf Englisch unterhalten, das reicht eigentlich. Du darfst halt keine Angst haben, Fehler zu machen. Das ist eigentlich der größte Nonsens, den du dir antun kannst. Achso, das ist die andere Seite jetzt. Vor allem geil, ey. 160 FPS hier draußen. Und ich hab's von den NVIDIA Experience einstellen lassen und das hat nochmal die Auflösung nochmal hochgezogen. Hey Mädels, ihr betretet gleich das Gefängnis der Regimepolizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Sucht ihn. Abby, Ende. Eine Seife und Zahnbürste. Immer diese Praktikanten arbeiten. Wow, was zum Teufel ist das? Das ist ein Handtuchhalter. Ich bin mir nicht sicher, wie er funktioniert, aber es ist ein Handtuchhalter. Gefängnis, nirgendwo wachen. Hier müsste irgendwo ein Lager für geborgene Waffen und Ausrüstung sein. Versucht es zu finden. Vielleicht ist das Zeug nützlich. Cool. Danke, Epster. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Jedenfalls der einzige, den ich zurzeit nehmen kann. Vorgehen, Schwester.
Eine Sicherheitslücke in der Abteilung für staatliche Überwachung. Ein ohne Fragen äußerst wichtiger Posten, um das Verhalten schädlicher Bürger zu überwachen. Von Bruder 2 entdeckt. Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, kann von den Fenstern aus den Gang zum Sicherheitstor betreten und hinter die Gefängnistore gelangen. Wie, warum ist das niemandem aufgefallen? Ah, Kistencodes für Bruder 1. Schön, dass Jess vor der Tür stehen geblieben ist. Ah, da ist das Laserkraftwerk. Hey, was haben wir denn da? Papa meinte, dass er damit Regime-Bastarde schmelzen kann. Weißt du noch? Dass wir jetzt auch so ein Ding haben. Da kommen sie ja. Ich wechsle die Position. Verstanden. Ich finde schön, dass das Durchsageding wirklich so ist, als wenn du im Einkaufszentrum bist. Düm, düm, düm. Upsala. Shit. Das ist schlecht. Wenn er jetzt abstürzt. Was er gerade anscheinend tut.